Hallo meine lieben Freunde, heute ist Feiertag, am heute den 1. Mai, marschieren war ich, meine Mark Marschiergeld habe ich auch geholt und die Bockwurst habe ich auch gegessen. Und da war mir ein bisschen langweilig. Ihr wisst ja, meine Langeweile quält mich mal und da hatte ich hier letztens bei so einem Bestelldienst mal wieder ein Bausätzchen gefunden. Also eigentlich 4 Stück in 4 unterschiedlichen Farben. Ist ja bald Mamatag wieder mal. Und das sind so Herzchen. Jetzt will ich mal gucken, ob die blinke oder mal gucken, was die so machen. Und wir können ja mal zusammen reingucken, was da so dabei ist. Viel denke ich mal nicht. Ein paar Widerstände. Ein paar LEDs. An-Ausschalter. Wahrscheinlich um die Blickintensität noch einzustellen, ein kleiner Podi, ein paar Widerstände und dann ist das Ding schon gefressen. Also, ich gucke jetzt mal, wie das ausschaut. Ich werde mal einige Sachen so zusammenbauen und mache da mal Schritt für Schritt zwischendurch immer noch mal eine Aufnahme und dann sehen wir mal, was dabei rauskommt bei dem kleinen Furzding hier. Also, ich gucke mal, wie es wird. Ich fange heute irgendwas an und werde euch ab und zu mal eine Sequenz mit reinnehmen. Okay. So, gleich mal eins. Es sind ja mehrere Widerstände dabei. Es steht immer ganz toll drauf, was da so drauf gelötet werden muss. Wo sind wir? Da sind wir genau so. So, dann ist immer schwierig. Du hast so 3er-Blocks davon. Und dann hast du ein paar einzelne. Und dieses Gerät hier ist wirklich eine tolle Sache, wenn man die Dinger nämlich nicht extra mit einem Multimeter irgendwie ausmessen möchte. Steckt man seine Dinger da einfach rein. Und dann kann man gucken, was... Ja, der ist jetzt kaputt, weil dieser Spannbügel fehlt. Und da kann man gucken, was der Widerstand... Der hat jetzt 101 Kiloohm. Und dann kann man schauen, wo die Widerstände hinkommen. Und dafür ist dieses Gerät also recht empfehlenswert für alle die, die sich mit Multimeter nicht so auskennen. Deswegen wollte ich das nochmal euch kurz zeigen. Ist eine ganz klasse Sache und kann man gut mitarbeiten. Also, weiter geht's. So. Widerstände sind gemessen. Drauf. Alles geregelt. Ich versuche das auch mal für die Leute, die noch nicht so viel gemacht haben. Wenn ich eine Widerstandsreihe habe, versuche ich sie immer in die gleiche Richtung reinzumachen. Wenn ich die gleiche Sorte habe, das erspart dann das Suchen, wenn man da ein bisschen noch mal auf Fehlersuche gehen muss. Also ich versuche dann immer gleiche Widerstände gleich zu stecken. So, das ist das. Jetzt schneiden wir mal ab und dann sehen wir mal weiter, wie es wird. Okay. So, jetzt habe ich schon die Einzelkomponenten drauf. Vieles nicht dazu. Und jetzt geht es gleich weiter. Jetzt mache ich noch die LED drauf, eine Stromversorgung und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Okay. So, hallo. Es ist vollbracht. Ich habe mal beide fertig gemacht. Ich mache mal das Lichtseil aus. Ups. Und finde ich eine ganz tolle Sache. Ich finde sowieso toll, wenn es blinkt. Wer jetzt schon ein paar Mal meine Videos gesehen hat, der weiß ganz genau, dass ich es liebe, wenn es blinkt. Sieht ein bisschen aus wie ein Herzschlag. Ein langsamer Herzschlag. Man kann die Intensität noch ein bisschen einstellen. Da ist noch ein kleiner Podi dran. Hier auf dieser Seite. Und da kann man das noch ein bisschen einstellen. Langsamer oder schneller. Oder heller oder dunkler. Oder man kann es komplett leuchten lassen.
wie das jeder mauch. Zum Mamatag vielleicht eine gute Idee. Also, ich wollte euch mal so einen kleinen Bausatz vorstellen. Herzchen. Da kommen, glaube ich, noch zwei Farben. Und dann kann man das vielleicht aufreihen und eine kleine Installation machen. Finde ich vielleicht ganz toll. Okay, danke erstmal fürs Zuschauen und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ich nenne das mal Mamatags-Idee. Entstanden am Feiertag. Als Feiertags-Mamatags-Idee. Okay, also ich sag mal Tschüss und wir sehen uns wieder. Danke.